Uta Isop begrüßen, Philosophin und Geschlechterforscherin. Sieglinde hat schon angekündigt, es geht jetzt darum, Demokratie zu erneuern. Wir haben schon gehört, wir werden Utopien hören, wir werden verschiedene Wege erzählt bekommen aus unterschiedlichen Teilen der Welt, wenn ich das richtig dem Ankündigungstext entnommen habe, und sind jetzt schon sehr gespannt und freuen uns auf deinen Vortrag, Uta. Ich möchte mich bedanken für die Einladung. Vielen Dank. Es ist eine große Ehre, heute hier sprechen zu dürfen, vor allem auch nach Sieglinde Rosenberger. Vielen Dank für diese beeindruckenden Vorkonferenzen gestern auch. Es wird hoffentlich auch einiges aufgenommen werden dann in dem Vortrag. Die Schwierigkeit mit Beständigkeit und Wandel, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Bei meinem Vortrag ist ein bisschen das Problem, dass ich unglaublich viel euch mitgebracht habe und deswegen der Wandel sehr schnell sein wird, von einer Folie zur nächsten. Also bitte brüllen, wenn ich zu schnell spreche oder zu schnell fliege über die Folien drüber. Es ist so, dass dieses Gefühl für die Realität, das uns Sieglinde jetzt vermittelt hat, ja eben in Verbindung kommen soll mit den Möglichkeiten, mit Möglichkeiten, die da sind, Gesellschaft zu gestalten nach Cornelius Castoriadis, also dieses gesellschaftliche Imaginäre neu zu gestalten, indem wir neue Praktiken und neue Institutionen erfinden. Und welche Fantasien haben wir dafür? Und ich habe euch dafür ein paar Impulse mitgebracht. Ja. Ihr seht hier schon ganz wichtige Anliegen beim Thema Armut sind diese Gedanken, wie ist es möglich, Gesellschaften, Praktiken und Institutionen so zu organisieren, dass wir Macht und Eigentum systematisch teilen können, das heißt die Akkumulation und die Anhäufung von Macht und Eigentum an bestimmten Positionen in der Gesellschaft begrenzen können und dass wir andererseits diese Ausbildung der Klassengesellschaften auch begrenzen können. Das sind so wichtige Themen, die mich sozusagen umtreiben. Genau, ich habe euch heute eben einige utopische Fragmente aus aller Welt, aus der Geschichte, aus Philosophie und Theorie mitgebracht, die ich euch in Erinnerung rufen möchte und die eben als Impulse gedacht sind für dieses Regierungsprogramm. In unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen finden wir verschiedene egalitäre Praktiken, von denen wir lernen können, und verschiedene Demokratien weltweit haben unterschiedliche Praktiken und Institutionen zum Teilen von Macht und Eigentum entwickelt, und eine historisch spezifische Ansammlung und Form egalitärer Praktiken kennen wir unter dem Begriff Demokratie. Beim Verständnissen von Demokratie habe ich euch jetzt nur so ganz ein bisschen Begriffsklärungen mitgebracht von der Bezafter-Methode, dem Adam Institute for Democracy and Peace. Sehr, sehr interessant, diese verschiedenen Modelle von Demokratien sich anzuschauen. Einerseits diese neutrale Demokratie nach John Rawls, in denen demokratische Institutionen sich dadurch auszeichnen und Praktiken, dass sie wertneutral sind. Also dass die Einigung, der gesamtgesellschaftliche Kontext, Konsens, dadurch geschieht, dass sozusagen alle verschiedenen Interessensgruppen, die zersplitterten Dynamiken, die in Gesellschaften vorhanden sind, sich darauf einigen können, dass es sozusagen einen Raum gibt, wo wertneutral zu Kompromissen gekommen werden kann. Und dann gibt es aber das Verständnis von Demokratien als Wertesysteme, wo dann die Frage ist, naja, welche Werte stehen im Zentrum dieser demokratischen Systeme. Vorher ist noch die neutrale Demokratie. Bei dieser Fiktion oder diesem Gedankenexperiment kommend aus der Philosophie mit John Rawls gibt es die Idee, eine Theorie der Gerechtigkeit zu haben, und zwar mit diesem Gedankenexperiment des Schleiers des Nichtwissens. Das heißt, John Rawls sagt, stellen wir uns vor, bevor wir eine Verfassung machen, bevor wir Gesetze machen,
dass alle Menschen, die diese Gesetze und diese Verfassung machen, sich hinter einem Schleier des Nichtwissens befinden und nicht wissen, welche konkreten sozialen Positionen, welche Arbeiten, welche Machtpositionen, welche Eigentum, die dann später haben werden, wenn sie von diesem Schleier des Nichtwissens sozusagen in die Realität kommen. Und machen wir Verfassungen und Gesetze so, als wüssten wir eben nicht, was wir dann in der Realität besitzen werden und welche konkreten identitären oder Ausformungen, Identitätsausformungen wir haben werden. Kritiken an diesen Vorstellungen von neutralen Demokratien sind selbstverständlich, naja, Menschen können halt das in der Realität nicht. Ja? Die können nicht so tun, als würden sie von ihrer Begründetheit und ihrer Befindlichkeit in einer bestimmten Subjektivierung, in einer bestimmten Identität abstrahieren. Und deswegen ist es auch nicht möglich, neutrale Verfassungen und neutrale Demokratien zu machen. Eine zweite Kritik ist, dass diese neutralen Demokratien die Interessen der konfligierenden Gruppen in der Gesellschaft nicht abbildet. Und eine dritte Kritik von ganz, ganz vielen Kritiken ist, dass sich hinter dieser scheinbaren Neutralität westlich-kapitalistische Werte verbinden. Die Demokratien als Wertesysteme, da gibt es ganz viele verschiedene. Ich habe euch eine mitgebracht, die gibt es natürlich so nicht auf der Welt, aber das sind so diese normativen Vorstellungen von Geschlechterdemokratien und queer-feministischen Demokratien. Ihr seht hier, geht es um eine strukturell gesamtumfassende Demokratisierung von Geschlechterverhältnissen in einer Gesellschaft, um die Thematisierung von unterschiedlichen Sozialstrukturen, wie zum Beispiel, wie wirksam sind Maßnahmen, wie entstehen gleiche Resultate für welche Anspruchsgruppen, was ist mit dem Mehrheitsentscheid, was ist mit Minderheitenrechten, was ist mit der Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatem, etc. Ja? Das heißt aber, das ganz Wichtige, ihr kennt es alle von Gender Mainstreaming, ist, dass sozusagen alle strukturellen Maßnahmen immer auf Geschlechtergerechtigkeit hin überprüft werden müssen. Ein Beispiel für diese queerfeministischen Theorien wie, oder Demokratien wie die Betzafter-Methode, sie nennt, sie sagt, naja, ein Beispiel für so eine Sozialstruktur, die quasi problematisch funktioniert, ist, dass bei Wahlen es systematisch dazu kommt, dass Frauen unterrepräsentiert sind in Regierungen und Parlamenten im Verhältnis zur Bevölkerung. Das heißt, es gibt so eine Tendenz, dass bei Wahlen sich dominantere, reichere, mächtigere Personen durchsetzen und die sind halt sehr oft männlich. Und da gibt es zwei Antworten darauf von Seiten so queerfeministischer, geschlechterdemokratischer Verfasstheit. Das eine sind Quoten, also 50% Frauen, das andere sind Losverfahren für Volksvertreterinnen, Repräsentantinnen etc. Die Kritiken an solchen Demokratiemodellen sind, dass durch den Fokus auf den Gender Mainstreaming andere Differenzen unsichtbar gemacht werden. Das heißt, es gibt ja viele, viele verschiedene Formen von Identitäten, auch in uns selbst. Wir sind ja nie nur eine, sozusagen eine Identität. Und die Kritik an demokratischen und staatlichen Strukturen benötigt zwar alternative und andere demokratische Verfahren, aber es gibt keinerlei Einigkeit darüber, welche. Und dann schließlich die Differenzierung in mehrere Geschlechter führt zu Neukonstruktionen von Geschlechtern, die wiederum diskriminierend wirken können. Ganz kurz diese Unterscheidung von direkter und repräsentativer Demokratie. Die direkte Demokratie sagt, na, es ist extrem wichtig für Demokratisierungsprozesse, dass Menschen, Bürgerinnen möglichst direkt miteinander in Verhandlung kommen. Es steht hier, dass sozusagen möglicherweise die Anzahl der Volksbegehren in Österreich so ein Ausdruck davon sind, dass es ein Begehren gibt, auch tatsächlich persönlich mitzubestimmen, also nicht nur repräsentativ vertreten zu werden. Hier sehen Sie die Volksabstimmungen in der Schweiz als sozusagen ein direkt demokratisches Instrument und hier diese Diskussion, also dieser Diskurs, was sind Vor- und Nachteile von repräsentativer und direkter Demokratie.
Ihr seht hier diese Stichworte Effizienz, Stabilität, Zugehörigkeit, Entfremdung, Gewalt. Je nachdem, welche Befürworterin, Befürworter ich gerade bin für direkte oder repräsentative Demokratie, argumentiere ich dafür, dass sozusagen das jeweils ein oder andere Modell effizienter ist, stabiler ist. Interessant sind die Begründungen. Befürworterinnen repräsentativer Demokratien halten diese für effizienter, weil Politikerinnen als Expertinnen die Entscheidungen treffen, und die Befürworterinnen der direkten Demokratie halten diese für effizienter, weil die Betroffenen mit ihrer Expertise selbst entscheiden. Stabilität ist hier sozusagen der Vorwurf von Seiten der repräsentativen Demokratie. Naja, die direkte Demokratie ist ja manipulierbar, Stichwort Populismen. Und die direkte Demokratie argumentiert, dass die Spannungen zwischen den Regierten und den Regierenden kleiner sind in der direkten Demokratie. Zugehörigkeit, Entfremdung und Gewalt. Befürworterinnen der direkten Demokratie betonen, dass sich BürgerInnen, die direkter entscheiden, zugehöriger und verantwortlicher fühlen. Sie weisen auf die Gefahr von Entfremdung und Gewalt durch die repräsentative Demokratie hin, da die BürgerInnen hier nicht selbst entscheiden, sondern an PolitikexpertInnen, von denen vertreten werden. Ja, die repräsentative Demokratie argumentiert, dass manipulierte und einseitige Entscheidungen zu Entfremdung und Gewalt führen. Nützlichkeit. Klarerweise argumentieren die einen, Manipulation und Missbrauch wird gesehen sozusagen auf der Seite der direkten Demokratie, und die Befürworterinnen führen sozusagen dasselbe auf der Seite der repräsentativen Demokratie ins Treffen. Zwei Argumente, die quasi die direkten Demokratien für sich reklamieren, sind, dass moralisches Handeln autonomes Handeln ist. Das heißt, ich kann das nicht delegieren. Sie argumentieren, autonom nach Gesetzen handeln kann ich aber nur, wenn ich selbst persönlich über dieses Gesetz abgestimmt habe und nicht vertreten wurde. Ja? Sinn und existenzielle Bedeutung ist auch sozusagen eher auf der Seite der direkten Demokratie, dass BürgerInnen als politisches Wesen, das Zivilgesellschaft existenziellen Sinn darin sehen, selbst persönlich mitzuentscheiden. Wir haben verschiedene Demokratietheorien, die ich Ihnen nur ganz kurz noch vorstellen will, wo unterschiedliche Begriffe eine Rolle spielen. Ich fliege jetzt, Achtung. Hier noch einmal Demokratieindex, was Siglinde schon vorher erwähnt hat. Wir hatten 2021 noch 62,9% in Teil, also in mindestens teildemokratischen Systemen, aber es ist natürlich, die autoritären Systeme nehmen weltweit zu. Dennoch ist mir wichtig, diese positive Perspektive zu betonen. Ja, die autoritären Systeme nehmen zu, aber es gibt doch auch viele teildemokratische, also demokratische Elemente, die wir nicht aus dem Blick verlieren sollten, wenn wir in die Verteidigungshaltung geraten der Demokratie. Sie sehen hier eben 2021 die grünen Teile auf dieser Weltkarte sind sozusagen die eher die demokratischeren und die roten eher die undemokratischeren bzw. autoritären. Was die Theorie betrifft bei Demokratie, haben wir einerseits die deliberativen Demokratietheorien, die sagen, dass die guten Argumente in der öffentlichen Debatte schwerer wiegen als Macht und Eigentum. Und da gibt es aber ganz viele Voraussetzungen für diese deliberativen Demokratietheorien, die lese ich euch jetzt nicht alle vor. Das heißt, es ist in der Realität schwierig, diesen machtfreien Raum, den Jürgen Habermas sozusagen ja versucht mit seiner rationalen Debatte aufzuspannen, den tatsächlich wirklich herzustellen. Ja, das ist sozusagen auch schon eine der Kritiken daran, dass eben die Bedingungen der öffentlichen Beratung, da kommen erst einmal gar nicht alle Menschen hin, um das öffentlich zu beraten. Rationale Argumente zu entwickeln, ist für verschiedene Anspruchsgruppen völlig unterschiedlich. Das heißt, je nach Bildung und Macht bin ich völlig unterschiedlich in der Lage, unterschiedliche Argumente irgendwo zu lancieren.
dann eben der Raum der öffentlichen Debatte ist nicht machtfrei und schließlich Emotionen und Affekte werden möglicherweise in diesen deliberativen Demokratietheorien zu wenig beachtet. Der andere große Strang im Diskurs mit Demokratien, also wenn wir über Demokratien sprechen, sind die radikalen Demokratietheorien, die sagen, dass Gesellschaften zu wenig demokratisch sind, dass sozusagen eben dieses sich Wenden nach rechts und ins Autoritäre auch eine Folge davon ist, dass zu wenig demokratisiert wurde. Ja. Wichtig für diese radikalen Demokratietheorien, von denen es ganz viele gibt, sind eben soziale Bewegungen, das Auftauchen neuer Gruppen des Sprechens, neue politische Subjekte, kollektive Leidenschaften, die Kritik gesellschaftlicher Hierarchien und besondere historische Momente des Politischen. Ihr seht hier, von Seiten der repräsentativen Demokratien werden sehr oft Kritiken an direkten oder Demokratisierungsbestrebungen formuliert. Es wird gesagt, die direkten Demokratien sind gefährdet, weil sie die Individualrechte und die Minderheitenrechte nicht respektieren, weil sie eben von Populismen und charismatischen Personen stark geleitet werden können. Die zweite Kritik ist, dass es eine totale Politisierung gibt in diesen sehr stark durchdemokratisierten Gesellschaften und dass es sozusagen keine Schutzräume vor Politisierung gibt und Radikaldemokratien seien nur in kleinen Gruppen zu realisieren, wie in der Polis in Athen mit 30.000 Personen oder in kleinen Schweizer Kantonen, auf jeden Fall nicht in Massengesellschaften. Der Begriff der Post- und Fassadendemokratien, den haben auch schon einige wahrscheinlich von euch gehört, stammt von Jacques Rancière und Colin Crouch und da geht es eben auch darum, dass man sagt, Demokratiewahlen simulieren nur noch so etwas wie ein Regieren von unten. In Wirklichkeit regieren da ganz andere soziale Felder, wie zum Beispiel die Medien und es kommt nicht wirklich zu einem Austausch von Macht. Ja, Anknüpfungspunkte nun für die Utopien und Wege zur Erneuerung von Demokratien habe ich euch ganz kurz hier noch mitgebracht. Das Frauenvolksbegehren wurde gestern schon ganz prominent genannt. Das Antikorruptionsvolksbegehren, an diese Forderungen möchte ich auch ganz eindringlich erinnern. Das Volksbegehren zum bedingungslosen Grundeinkommen in Kombination mit Ausbau sozialer Infrastruktur. Und dann komme ich schließlich zu dem, was ich heute euch kurz erzählen möchte, zu den Bürgerinnenrätinnen oder Bürgerinnenrätinnenbewegungen. Equality by Lot ist sozusagen etwas, was im US-amerikanischen Raum, aber auch im angloamerikanischen Raum sehr stark ist und die Rätinnendemokratien in Chiapas und Rojava. Frauenvolksbegehren, ich erinnere daran, hatten wir ganz stark dieses Thema Macht teilen, Hälfte aller Plätze für Wahllisten und in Vertretungskörpern, Hälfte aller politischen Interessensvertretungen und wirksame Sanktionen, wenn die Quoten nicht erfüllt werden. Das ist etwas, wo Rojava und Chiapas tatsächlich, also die Zapatistinnen, das sehr gut erreicht haben bereits in ihren Rätinnendemokratien, wo quasi in Rojava wir immer Mann und Frau gleichzeitig haben, also jede Position ist männlich und weiblich besetzt ansonsten diese 50%-Quoten erfüllt ist. Dann Geld teilen, volle Lohntransparenz, haben wir gesagt, zur Erinnerung beim Frauenvolksbegehren, um den Abbau von Einkommensunterschieden vorantreiben zu können und die Koppelung von öffentlichen Auftragsvergabe an die Gleichstellung im Betrieb. Weitere Forderungen, ganz, ganz wichtig, Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden, Armut bekämpfen, Wahlfreiheit ermöglichen, das ist dieser Rechtsanspruch auf die Betreuung von Kindern, Gewalt verhindern, Schutz gewähren, geschlechtsspezifische Fluchtgründe anerkennen. Antikorruptionsvolksbegehren, nur kurz zur Erinnerung, ihr könnt es alle nachlesen, es ist alles online. Bei Nichtbefolgung von gerichtlichen Entscheidungen ist der Funktionsverlust die Folge. Es ist wichtig, Parlament und vor allem die WKSDA zu stärken, also Unabhängigkeit der Justiz und WKSDA verfassungsrechtlich abzusichern, eine moderne Antikorruptions- und Transparenzgesetzgebung zu haben, wo eben alle öffentlichen Dienststellen des Bundes und alle
Unternehmen, die dem Rechnungshof unterliegen, größtmögliche Transparenz zu pflegen haben, nämlich auch online zugänglich zu machen haben, ihre relevanten Informationen und Geschäftsgebarungen. Zum Schluss noch vom Antikorruptionsvolksbegehren die ganz drei wichtigsten Forderungen von Martin Kreutner: Weisungsunabhängigkeit der Staatsanwaltschaften, Neuerung des Bundesarchivsgesetz, elektronische Daten dürfen nicht gelöscht werden, und Informationsfreiheitsgesetz neu. Alles besonders wichtig, auch im Hinblick auf die kommenden Nationalratswahlen, denke ich. Ich erinnere auch noch an das Volksbegehren Grundeinkommen, unterschrieben von 160.000 Menschen, mit dem großen Kongress, internationalen Kongress für ein universelles Grundeinkommen, und einem Buch, das sehr, sehr gut und sehr lustig zu lesen ist, sehr leicht, man fliegt darüber, Utopien für RealistInnen, RealistInnen müsste es eigentlich heißen, von Rutger Bergmann, einem niederländischen Historiker, der sagt, die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Er argumentiert das sehr launig, mit sehr viel Geschichten, aber auch sehr viel Studien, ja. Da sagt er, Studien aus aller Welt belegen, geschenktes Geld funktioniert, es liegen bereits Forschungsergebnisse vor, es gibt einen Zusammenhang zur Verringerung sämtlicher sozialer Probleme. Immer in Kombination, denke ich, dass man das bedingungslose Grundeinkommen mit der sozialen Infrastruktur, mit der gesamten Diskurs zur sozialen Infrastruktur diskutieren muss. Ich halte nichts davon, das getrennt zu diskutieren, sondern das muss man beides immer zusammen diskutieren. Ich erinnere weiters noch an die solidarischen Ökonomien, an die Deklaration der Social Economy Declaration, auch hier wieder öffentliche Vergabe vermehrt an Social Economy Organisationen und das Kriterium Demokratie, Partizipation in den Mittelpunkt von Entwicklungs- und Fördermaßnahmen der Social Economy stellen. Jetzt komme ich zu dem Teil, den ich Ihnen mitgebracht habe. Ich möchte Ihnen die Losdemokratie vorstellen. Das ist diese Bürgerrätinnenbewegung. Ein konkretes Vorschlag von Hubertus Buchstein aus Deutschland, der ein House of Lords, das ist sozusagen eine zusätzliche Kammer im Europäischen Parlament, vorschlägt, das gelost wird, wo Bürgerinnen aus ganz Europa immer wieder hineingelost werden, auch nur einmal hineingelost werden können. Das Thema Demokratie in der Arbeit und Care-Demokratie möchte ich behandeln und ziehe dann vor die Rätinnen-Demokratien bei den Zapatistinnen und in Rojava, und ich hoffe, mit dem Manifest Heimatland Erde nach Edgar Morin zu schließen. Das ist gerade diese Perspektive, dass wir über Nationalstaaten hinausdenken müssen, was die Sieglinde auch vorher betont hat so stark. Die Losdemokratie-BürgerrätInnenbewegungen in Österreich kennt ihr alle. Losdemokratien oder BürgerrätInnen sind diese statistisch repräsentativen Gremien, Citizen Assemblies, die ausgelost werden. In Österreich gerade gibt es diesen Rückverteilungsrat von der Marlene Engelhorn verdienstvollerweise. Wir hatten in Österreich den Klimarat mit den 93 Empfehlungen, der ganz sicher, ich nehme an, dass diese Empfehlungen ganz sicher auch in dem Workshop einfließen zu Klima. Und der Punkt ist, dass man sozusagen hier argumentiert, so wie das in Irland der Fall ist, dass ein Einsatz von Bürgerinnen, Rätinnen gerade in Situationen der Blockade sehr wichtig sind. Also wenn Regierungen, so wie bei dem Klimaschutzgesetz, nach Jahren, nach einer bestimmten Frist, sagen wir mal über keine Ahnung was, ja, ein paar Monate, 12 Monate oder was, nicht zu einem Gesetz kommen, dann werden Bürgerrätinnen eingerichtet, die Vorschläge entwickeln. Und das wird dann zur Volksabstimmung gegeben. Also ihr seht hier sozusagen, es wäre eine Möglichkeit, so einen gelosten Bürgerinnenrat eben zur Besteuerung von Vermögen einzurichten, zur Besteuerung von Erbschaft, zum Klimaschutzgesetz, zur Bodenversiegelung etc. In Irland ist das genau so. Da ist es wichtig, dass das Parlament zu begründen hat, warum es den Vorschlägen des Bürgerinnenrates nicht folgt. Ja, und es hat sozusagen einen großen Erfolg gegeben und jetzt einen eher, ist sozusagen, das habe ich jetzt noch hier falsch drauf, die Sieglinde hat mich gerade vorher aufmerksam gemacht, dass sozusagen das Abtreibungs
Verbot tatsächlich diesem Empfehlung des Bürgerinnenrats gefolgt wurde. Also die Volksabstimmung hat das sozusagen auch bestätigt. Und bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, bei der Aufhebung dieses Paragraphen, ist es aber so, dass die Volksabstimmung dagegen ausgegangen ist. Also da hat sozusagen eine Kluft zwischen der Meinung oder der Meinungsbildung des Bürgerinnenrates einerseits und der Volksabstimmung andererseits gegeben. Losdemokratien weltweit könnt ihr euch anschauen, es gibt ganz viele Daten dazu. Ihr seht jetzt hier eine Weltkarte der deliberativen Losversammlungen weltweit, und zwar kann man die hin und her fahren von 1970, da sind ganz wenige Punkte drauf, 1970 und 2019, da sind dann diese vielen Punkte drauf. Das heißt, wir haben weltweit viele Millionen Menschen, die sich mit dem Losen beschäftigen und auch mit diesem Beraten in gelosten Gremien. Inhalte dieser verschiedenen Bürgerrätinnen weltweit ist, dass es sozusagen, also einerseits gibt es ständige Bürgerinnenrätinnen, und die Inhalte dieser Bürgerinnen weltweit sind Zukunft, Demokratie, soziale Sicherheit, Klima- und Umweltschutz, Korruption und Lobbyismus, etwas, was für Demokratie ganz wichtig ist, bitte Korruption und Lobbyismus zu begrenzen, Bildung und Kultur, Infrastruktur klarerweise, Geschlechtergerechtigkeit, Gentechnik, Digitalisierung, Ernährungssouveränität, dann gibt es so spannende Sachen wie Wasserversorgung, klimaneutrale Lebensmittel aus dem Meer in Südkorea zum Beispiel, 5 Minuten Nachbarschaften, Bürgerinnenräte zum Beispiel, auch also wirklich ganz spannende Themen, Gesundheit, Regionalentwicklung, Migration, ein gutes Zusammenleben und Medien. Kalypso Nikolaidis fordert jetzt einen permanenten Bürgerinnenrat für Europa, für das Europäische Parlament. Sie sagt, dass sozusagen ein permanenter Bürgerinnenrat in Europa eine größere Sichtbarkeit hätte und dauerhaftere Kommunikation machen könnte mit den bestehenden Institutionen. Diesen internationalen Diskurs zu Losdemokratien finden Sie auf Equality by Lot, einem sehr, sehr verdienstvollen, sehr akademischen, aber auch aktivistischen Homepage, wo alle Neuerungen, vor allem aus dem angloamerikanischen Raum, sofort besprochen werden und veröffentlicht werden. Das House of Lots habe ich schon erwähnt. Hubertus Buchstein argumentiert hier eine unmittelbarere Kontrolle durch die BürgerInnen und eine größere BürgerInnennähe, wenn es ein solches gelostes Haus gäbe. Und jetzt komme ich zu utopischeren Fragmenten, die sozusagen schon sehr viel weiter weg sind von der Realpolitik, nämlich zu John Bernheim, einem australischen Philosophen, der früher Priester war, der diese Hierarchien in der katholischen Kirche sehr gut studiert hat. Der hat in einem ganz tollen Buch Is Democracy Possible ausgearbeitet, naja, gäbe es nicht so verschiedene Möglichkeiten, zwischen Markt und Staat zu lavieren, und er ist draufgekommen zu sagen, naja, wäre es nicht möglich, geloste Treuhandgremien einzurichten für die 3 großen Komplexe Land- und Naturressourcen, Geld und Arbeit. Das heißt, es gibt kein Privateigentum an diesen Land- und Naturressourcen und auch sozusagen an der Schöpfung von Geld, auch gibt es kein Privateigentum, und Arbeit wäre eben hier mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verknüpft, und da die Verwaltungsorgane, die quasi diese großen Ressourcen, gesellschaftlichen Ressourcen verwalten, werden gelost. Ja? Das ist ähnlich wie, also auch Karl Bollerny spricht von der Demokratisierung von Land, Geld und Arbeit, aber es sind sozusagen diese Losgremien bei Bollerny nicht vorhanden. Ja? Ihr seht hier, gelostes Gremium wäre verantwortlich dafür, dass das Land und die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden, die würden sozusagen weitergegeben an Nutzer und Nutzerinnen. Hier ein Originalzitat von John Bernheim: Könnte nicht auch eine Gemeinschaft von treuhänderisch verwalteten Wirtschaftsgremien verhindern, dass sich große private Vermögenskonzentrationen ergeben oder wenigstens den Einfluss solcher Privatvermögen in sehr enge Grenzen verweisen? Sie könnten den Zugriff von Privatunternehmen auf den Kredit und die natürlichen Ressourcen beschränken, wo dies wünschenswert schiene. Ihr Ziel wäre die Verhinderung von Machtkonzentrationen, die die öffentliche Kontrolle der wesentlichen Wirtschaftsressourcen
Ressourcen in Frage stellen könnten. Die Beseitigung von Marktverhältnissen, das wird jetzt sehr schnell, ja, kann nur dadurch in Angriff genommen werden, dass man sowohl die natürlichen Ressourcen als auch das Kapital zusehends einer ausschließlich privaten Kontrolle entzieht, ohne Rückgriff auf einen Staat. Ja, wie soll das gehen? Es wird sehr utopisch. Und das Thema der Arbeit haben wir hier eben, wo er sagt, mir schwebt das beste Lösung einer Gesellschaft, eine Gesellschaft vor Augen, in der jedem ein Mindesteinkommen garantiert wird, egal ob die Person arbeitet oder nicht. Auf diesem Markt wären die unangenehmsten Arbeitsplätze die bestbezahlten, während die angesehenen oder interessanten Arbeiten nur wenig äußerliche finanzielle Vorteile mit sich brachten. Wer seine Arbeitskraft nicht verkaufen will, kann sich in Vereinen betätigen. Genau, also hier noch einmal, es geht ganz stark, Demokratisierung wird hier also so verstanden, dass die Bevölkerung selbst politisch und wirtschaftlich, also direkt demokratisch und dass auf diesem Wege eben diese Konzentration von Macht, Eigentum und der Entstehung von Klassen entgegengewirkt wird. Das heißt, bei diesen Utopien geht es nicht nur darum, um die Frage, wie kann ich Armut bekämpfen, also, ja, sondern wie kann ich sozusagen ursächlich mich organisieren oder uns organisieren, dass das gar nicht so stark zum Tragen kommt. Hier spielt das Thema der Wirtschaftsdemokratie, Demokratie in der Arbeit eine wichtige Rolle. Wie können Gesellschaften demokratisch sein, wenn ihre Arbeit, ihre Betriebe, ihre Institutionen, ihre Verwaltung nicht demokratisch sind? Ja? Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Teil dieses Vertrauensverlustes in die Politik, in Demokratie. Nicht? Es ist sozusagen, man geht wählen und man sieht trotzdem, dass immer dieselben Netzwerke oder immer dieselben Dynastien oder wer auch immer bestimmte Positionen einnimmt. Das sehen Menschen alle und dann geht diese, das heißt, ein großer Teil in unseren Demokratien ist nicht demokratisch organisiert und das ist, glaube ich, auch eine Ursache für den Vertrauensverlust. Democratizing Work, ein großer internationaler Aufbruch, um französischsprachige, aber auch lateinamerikanische Akademikerinnen, Isabelle Ferrat, die sprechen sich, eben die versuchen dieses Thema wieder stark zu machen und sprechen sich für paritätische Mitbestimmung aus der Arbeiterinnen in den Leitungsgremien der Institutionen und Firmen und für eine Arbeitsplatzgarantie. Auch da wieder muss ich sagen, also ich sage es dann eh auch noch einmal, ich halte sozusagen dieses Verfallen auf Arbeitsplatzgarantien für relativ gefährlich. Es ist, glaube ich, wird an manchen Orten jetzt wieder sozusagen sehr stark kolportiert. Warum? Weil hier nicht wirklich so etwas wie Klassengesellschaft oder Demokratisierung angegangen wird, weil die, die gute Verbindungen haben, die gut vernetzt sind, können sich die Arbeiten aussuchen und die anderen kriegen halt die Restposten von Arbeiten. Das hat mit Würde von Menschen, ja, und mit Demokratisierung von Menschen wenig zu tun. Ja? Also deswegen also würde ich hier sehr viel stärker das bedingungslose Grundeinkommen dafür plädieren, aber das ist eben hier in dieser Organisation jetzt nicht so. Die paritätische Mitbestimmung von ArbeiterInnen, KonsumentInnen, PartnerInnen in Konzernen, Betrieben und Institutionen kann für einen Ausgleich von Interessen sorgen und dafür, dass der gesellschaftliche Reichtum nicht an bestimmten Plätzen angehäuft wird und an anderen Stellen fehlt. Aber auch diese paritätische Mitbestimmung reicht dafür nicht aus, denn es kommt durch das identitäre Besetzen dieser Arbeitsplätze und Funktionen zur Privatisierung dieser Gremien oder es kann dazu kommen. Arbeitsplätze und Funktionen werden über Familiendynastien, Freundesnetzwerke, Interessensverbände durch Sozialisation weitergegeben. So kann auch eine paritätische Mitbestimmung in der Arbeit zu einer Stände- oder Klassengesellschaft oder einem Neofeudalismus, wie wir es nennen, mit systematischer Produktion von Armut und Ausschluss beitragen. Das heißt, ich komme aus der queeren Bewegung, die hat mal so angefangen, Identitäten in Frage zu stellen und Identitäten zu distanzieren und dann ist es sehr, sehr stark in Richtung Identitätspolitiken gegangen, wo sehr viele Kleinkriege auch passieren zwischen diesen Identitätspolitiken und ich habe die Vermutung, dass wenn wir nur paritätische Mitbestimmungen haben in den einzelnen Betrieben, dass es hier sehr stark auch zu diesen identitären oder identitätsinteressensorganisierten Kleinkriegen
kommen würde. Deswegen schlage ich Ihnen jetzt meine Fantasie vor, also mein utopisches Fragment, das sehr viel mit sozialer Mobilität, Perspektivenwechsel, Rotationen und Empathie zu tun hat. Wenn wir Gesellschaften und Arbeiten ernsthaft demokratisieren wollen, ist meiner Ansicht nach wichtig, über die paritätische Mitbestimmung hinaus folgende Themenkomplexe auch anzugehen. Das ist eben die mangelnde soziale Mobilität. Ja. Es ist so, dass Sieglinde hat sozusagen diese ganz wichtige Polarität zwischen Beständigkeit und Veränderung angesprochen. Was die soziale Mobilität betrifft, haben wir sehr wenig Veränderung. Ja. Also in Österreich, auch in den USA fast nichts. Ja. Also das ist etwas, wo ich glaube, dass wenn wir hier eine stärkere Förderung durch gesellschaftliche Praktiken für soziale Mobilität hätten, dass hier viel mehr Demokratie möglich wäre. Damit verbunden ist der Perspektivenwechsel, der leichtere Wechsel von Arbeiten und sozialen Positionen, das leichte Erwerben von Ausbildungen und die Empathie mit anderen Personen und Lebewesen, was ich sozusagen ganz stark mit diesem Lernen durch Rotationen in Verbindung bringe. Ein gesamtgesellschaftlicher Zusammenhalt gegen die Entstehung von Klassen kann durch ein Selbstverständnis der leichten Anerkennung von Ausbildungen, des Learning by Doing, der Rotationen von Arbeitsplätzen und Funktionen erreicht werden. Hierbei können Praktiken des Losens ein dynamisches Zentrum des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts als Sicherung der sozialen Mobilität fungieren. Ich nenne das Glück macht Demokratie zur Begrenzung von Armut und die Idee ist eben hier, dass man sozusagen diese Rotation von sozialen Positionen, Berufen etc. so stark leichter macht in Gesellschaften, dass die Ausbildung von Klassengesellschaften und die Ausbildung von Leuten, die mehr verdienen und weniger verdienen, nicht so attraktiv ist. Ja. Um demokratischer zu arbeiten, besteht die Möglichkeit, sich stärker durch Rotations- und Zufallsprozesse zu organisieren. Chancen einer solchen gesellschaftlichen Organisation sind Teilen von Wissen durch Perspektivenwechsel, Teilen von Macht durch Wechsel sozialer Positionen, starker gesellschaftlicher Zusammenhalt durch dieses Wechseln der sozialen Positionen und Perspektiven. Das würde die gesamte Gesellschaft verbinden und nicht nur bestimmte Betriebe miteinander verbinden, reduzieren von Ausschlüssen, reduzieren von Korruption. Leitungsgremien gewinnen neue Perspektiven, weil immer andere Netzwerke vertreten sind, weil hier ja auch gelost wird. Reduzieren des Personenkults, das ist auch etwas, wo ich ganz großes Bauchweh auch mit der repräsentativen Demokratie habe, weil quasi die Politiker, die sollen immer alles richten, die sollen absolut toll sein, die dürfen keine Fehler machen und die Schere zwischen den einfachen Bürger und Bürgerinnen, die aber sozusagen nie in diese Position der Politik kommen und dem Wunder, der Wutzi, der alles richten soll, also dem starken Mann, das geht auseinander. Das heißt, also das Reduzieren des Personenkults der Freundal- und Vetternwirtschaft, dynamische Erneuerung der Demokratie und queeres Verständnis von Identitäten und Interessensgruppen, Kritik an fixer Identität und Distanz von dieser. Schwierigkeiten einer solchen Organisation sind rasche Weitergabe von Wissen erforderlich, Learning by Doing, viel Veränderung, hoher Grad an Flexibilität, das wird manche sozusagen, manche werden sofort schreien, Neoliberalismus, darüber können wir nachher noch diskutieren, hoher Grad an Flexibilität, um sich in neuen sozialen Positionen einzufinden, hoher Grad an Empathie, um immer wieder Perspektivenwechsel zu vollziehen, hoher Grad an Abstraktion, um die eigene Tätigkeit mit gesamtgesellschaftlichem Tun zu verbinden und da ist natürlich verbunden mit einem hohen Grad an Bildung. Mögliche Verwirrung durch Rotationen und Zufallsprozesse, Schwächung von fixen sozialen Identitäten und Verunsicherungen dadurch, Wechsel in Biografien von Einzelnen und Institutionen durch Zufall und psychosoziale queere Arbeit des Ab- und Aufbaus von Identitäten in immer neuen sozialen Positionen. Übersetzt in Lebens- und Arbeitszeit nach diesem Bild von der Frigga Haug würde das heißen, wir haben ein queeres, universelles Tun, was alle brauchen, geloste Gesellschaftsarbeit für ein Viertel der Lebenszeit, Tun, was Interessensgruppen brauchen, wäre identitär formiert oder identitätspolitisch formiert, willentlich gewählt, Tun, was meine Lieben brauchen, Freundschaft, Sorge, Care und Tun, was ich brauche, willentlich gewählte Selbstverwirklichung, jeweils ein Viertel.
Realpolitische Anknüpfungsmöglichkeiten für solche utopischen Fragmente finden sich in unserer Wirtschaftswelt. Diese können sich verfestigenden sozialen Status ausgleichen. Dabei ist es möglich, an bereits bestehenden Praktiken anzuknüpfen. Wir kennen Job Enlargement, Erweiterung des bestehenden Aufgabengebiets auf derselben Hierarchieebene. Job Enrichment ist besonders interessant, ist sozusagen Erweiterung der eigenen Erfahrungen über die Hierarchieebene hinaus. Projektarbeit kennen wir alle zur Genüge, werden manche sagen, will ich nicht mehr. Jobswapping ist wiederum sehr spannend. Tausch der Arbeitsplätze finde ich extrem wichtig aufgrund dieses Perspektivenwechsels und gerade auch aufgrund des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts und Perspektivenwechsels jenseits der eigenen Identität. Jobvisiting, 70% einer neuen Identität, 30% meiner bisherigen. Jobshadowing ist, ich beobachte andere, Hospitation kennen Sie alle. Zu diesen utopischen Fragmenten erinnere ich Sie an dieses utopische Fragment von der Friederike Habermann, was ist, wenn wir sozusagen gleich auch den, also sozusagen die Geldbeziehungen durch Beitragen statt Tauschen ersetzen. Sie kennen das möglicherweise, in Star Trek ist das auch relativ attraktiv organisiert. Sie sehen das dort, in Star Trek gibt es keine Geldwirtschaft, es gibt allerdings natürlich formelle Hierarchien. Also Hierarchisierungen haben wir nach wie vor. Weiters habe ich Ihnen noch zusätzlich zur Ersetzung des Marktes, nicht wenn man so überlegt, naja, was könnte denn für attraktive, alternative Praktiken, was gibt es denn da möglicherweise, die Geldbeziehungen, die so attraktiv sind und spannend sind, zurückzudrängen. Da gibt es vom Stefan Meretz und vom Lilian Ricot, gibt es diese Stigmergie, das ist so wie Zeichensysteme wie im Verkehr. Ja? Wenn ich über die Straße gehe, gehe ich bei der Ampel, ich bleibe vielleicht stehen bei der roten Ampel und ich bleibe aber nicht stehen, weil ich bezahlt werde dafür. Ich gehe auch nicht über die Straße, wenn grün wird, weil ich bezahlt werde dafür. Das heißt, diese Zeichensysteme hier, diese Stigmergie ist sozusagen aus den Tiergesellschaften abgeschaut und da würde sozusagen der Markt ersetzt durch ein Zeichensystem, in dem Produktion und Bedarfe sozusagen bekannt gegeben werden. Vielleicht eine Geschichte hier zur Care-Demokratie. Die Care-Aktivistinnen Gabriele Winker und John Tronto haben hier eine sehr gute Zeitplanung für die Umsetzung von der Care-Demokratie, nämlich zuerst die Vernetzung von Care-Aktivistinnen, dann, dass man schaut, dass Pflegende Zeit und Geld erhalten, dass das dann den Ausbau der sozialen Infrastruktur und die Überführung von Care-Betrieben und Care-Arbeit in demokratische Selbstverwaltung mit einer schließlichen Demokratisierung aller Produktionsmittel und einer Schaffung eines Kultur des Miteinanders und der Solidarität. Da habe ich sozusagen wieder eine kleine Kritik an der Care-Demokratie angebracht, die ich jetzt überspringe. Ich kann es nachher in der Diskussion sagen. Ja. Ich möchte nur wirklich ganz, ganz, ganz stark auf diese Rätinnendemokratien bei den Zapatistas und in Rojava zu sprechen kommen, mit einer immensen Leistung, die hier vorhanden ist. Sie wissen, Zapatistinnen seit 30 Jahren kämpfen die, existieren die in selbstverwalteten Zentren auch, also wo sozusagen Gemeinden, Karakolle, sie selbst verwaltet sind. Die Wichtigkeit und die Bedeutung dieser Bewegung ist extrem hoch, weil sie eben versuchen, transnational, das heißt nicht nur auf die eigene Identität zu schauen, sondern tatsächlich auch ihre Bewegung transnational zu verknüpfen. Sie haben diesen wunderbaren Spruch, alles für alle, nichts für uns, was sozusagen diese identitätskritische Pointe drinnen hat. Wir sehen hier eine Verbindung von Zapatistinnen und Rojava ist diese zentrale Kritik an der Nation auch wieder als kritische Position gegenüber diesem Einigeln in der Nation oder gegenüber diesen identitären Momenten. Der demokratische Konföderalismus in Rojava leistet auch Immenses. Wir haben hier, wie gesagt, schon 50% Frauen, also sozusagen immer eine Frau und ein Mann. Jede Funktion ist so besetzt. Sie haben aber auch ihre gesamten Versammlungen sind mehrsprachig organisiert. Also ein immenser Aufwand, das hier ist die Rätestruktur in Rojava, ein immenser Aufwand, um das überhaupt hinzubekommen.
Ich schließe, gerade weil Rojava und die Zapatistinnen dermaßen, also eine immense Leistung Basis oder direkt basisdemokratischer und rätedemokratischer Organisation haben, schließe ich mit diesem Manifest von Edgar Morin oder ausgehend von Edgar Morin, Heimatland Erde, wo dieses identitäre Moment der Heimat, dieser Begriff der Heimat, ja, verknüpft ist mit dem Begriff der planetaren Solidarität. Ja. Ihr seht hier, das sind zwei Ziele, globale Bürgerinnenschaft, Global Citizenship und planetare Bürgerinnenschaft, Planetary Citizenship. Da gibt es sozusagen vier Prinzipien der Transformation, die, glaube ich, ganz wichtig sind, und sieben Aufgaben der Transformation, die noch eine riesige Herausforderung darstellen. Ja, Überwindung der Produktionsweise, Extraktivismus, Überwindung von Wirtschaftswachstum, Dekolonisierung, Geschlechtergerechtigkeit, Stärkung kosmopolitischer Demokratie, Überwindung des Sicherheitsgedankens und Entwicklung einer Kultur der Verbundenheit mit allen Lebewesen für Nachhaltigkeit etc. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus